Das ist hier ein Brettchen mit Muten, wo ein anderes Brettchen reinpasst. Das ist ein Anwendungsfall, den man relativ häufig hat und den man normalerweise, wenn man den richtigen Fräser hat, mit der Oberfräse macht. Heute möchte ich mal zeigen, wie man das aber auch ganz einfach mit der Kreissäge machen kann, ohne größere Vorrichtungen. Also in dieses Brettchen soll ich hier eine Nut, wo später dann das Teil reinpasst. Und damit ich mir das Leben leichter mache, säge ich hier noch gleich ein Stück von einem Sperrholzbrettchen mit ab. Warum, sieht man gleich. So, jetzt haben wir den ersten Schnitt und jetzt brauchen wir den zweiten, der weiter außen sitzt. Das heißt, der Anschlag muss in die Richtung verschoben werden und zwar um die Materialstärke und minus der Sägeblattstärke. Und damit es leichter geht, fällt das mal weg. Lege ich mir hier eine Leiste an und auf der Seite die Materialstärke und dazwischen unseren Abstand. Okay. Schauen. Aha. Mal schauen, ob das stimmt, was ich sage. Bin gespannt. Und wir haben hier dasselbe gilt für den Queranschlag. Also ich mache zuerst den Schnitt, der weiter vom Rand weg ist. So. Thank you.
Da wir jetzt ja weiter in die Richtung wollen, mache ich jetzt Folgendes. Ich schiebe hier einen zweiten Anschlag an den ersten heran. Dann öffne ich den. Dann kommt die Materialstärke dazwischen. Und jetzt ist der natürlich um die Sägeblattstärke zu weit auf der Seite. Und deswegen habe ich hier ein Blättchen in Sägeblattstärke. Das gebe ich jetzt da dazwischen. So. Und genau um den Betrag schiebe ich es jetzt wieder rüber. Und jetzt habe ich den genauen Abstand. Wie man sich so ein Blättchen herstellen kann, dazu gibt es auch ein Video, das man unten in die Beschreibung packe. Okay, und jetzt sägen wir das. Schauen wir mal. Bisschen Spiel hat, aber ich denke, das ist mit dem Leim auszugleichen. Das hier passt mit Abstand am besten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und vielleicht haben Sie ja selbst einen Tipp, wie man das noch geschickter machen kann, dann bitte gern damit unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.